Wunderbar, es läuft, die Aufzeichnung läuft. So, dann können wir loslegen. Ich mache einmal den hier. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Und zwar, wenn ihr jetzt schon mal da reinschaut, dann seht ihr jemand, der ein oder andere von euch, der kennt ihn vielleicht schon, weil ich ihn schon ganz, ganz oft erwähnt habe. Warum habe ich ihn erwähnt? Weil ich seine Arbeit mega finde. Herzlich willkommen, Stefan. Danke für die Einladung, Andreas. Danke. Sehr, sehr gerne. Stefan, das hat gedauert mit uns zwei, aber letztendlich ist alles gut gegangen. Wir kennen uns ja schon ein bisschen und zwar das erste Mal sind wir uns im Weg gelaufen bei Dirks Veranstaltung 2018, der Weltmeisteroffensive. So, ich habe dich gesehen und fand es geil, was du gemacht hast. Du hast mich gesehen, hast mir auch einen schönen Kommentar beim Vorbeischweben, den ich mega fand, der mich natürlich auch ein bisschen wachsen hat lassen. Kannst du noch was du gesagt hast? Nein, das kann ich mir nicht mehr erinnern. Aber was ich mich erinnere war, du hast, da waren ja, weiß ich nicht, 10.000 Leute oder so in der Halle und du hast die Leute animiert. Nach jeder Pause bist du auf die Bühne gegangen und ich war bei einer deiner Auftritte, die haben so, ich weiß nicht, ich erinnere mich, so zwischen 5 und 10 Minuten gedauert. Ich war auf einem deiner Auftritte, war ich am obersten Rang, in der obersten Reihe der Westfalenhalle in Dortmund und das ist richtig eine große Schüssel. Und bis zur letzten Reihe nach oben hin haben die Leute mitgetan, mitgemacht. Mit einer unglaublich klaren Sprache hast du da 10.000 Leute, die vorher 90 Minuten gesessen sind, zu einer Bewegung animiert. Das war Gaude, das war lustig, das war auch wertvoll, nämlich für den Körper wertvoll. Das hat mich echt beeindruckt. Das hast du wahnsinnig gut gemacht. Ich wachse schon wieder, Stefan. Nicht noch mehr, dann können wir gar nicht mehr miteinander reden. Weil genau das hast du beim Vorbeischweben. Hast du das gesagt, so beim Vorbeilaufen gesagt, es war ein mega geiler Auftritt, klasse Körpersprache, super. Ja, genau, genau. Wenn das nicht Stefan Werrer sagt, dann muss es gut gewesen sein. Ja, es war echt gut. Es war gut. Freut mich. So, Stefan, warum ich eigentlich mit dir einen Podcast mache, das ist der Hintergrund, ist der, weil ich dieses Thema Körpersprache super interessant finde. Ich habe in meinem Leben, also deine Bücher habe ich jetzt fast alle schon durch, außer wenn dein Körper flirtet, noch nicht, weil ich bin verheiratet, also lasse ich den schon. Ja, aber das kann ich da gleich dazu sagen, das hat das gibt keine Flirt-Tipps, sondern ich bin ja kein Ratgeber, niemals im Leben, weil ich mir nicht anmaße, es besser zu wissen. Ich beschreibe nur, was wir Menschen üblicherweise machen und beim Flirten, warum Männer bestimmte Gesten zeigen, warum Männer immer gleich agieren. Zum Beispiel, gehe mal mit Jungs und mit Mädels, was ich so, nehmen wir an, so 10 Jahre oder so, gehe mal an einen Wildfluss. Du wirst merken, nach spätestens 5 Minuten beginnen die Jungs Steine übers Wasser zu werfen und Mädels machen das nicht weltweit immer. Und ich beschreibe in diesem Buch nur das Phänomen, warum wir das so machen, warum wir uns da unterscheiden und woher es in der Evolution kommt. Also kein Flirt-Ratgeber, sondern nur zu erkennen, warum zum Beispiel es bei deinen Kunden und auch bei dir wichtig ist, dass man breiten Pectoralis hat, breite Schultern hat, eine aufrechte Haltung hat, warum das bei Männern deutlich wichtiger ist, nämlich nicht nur für die Männer, sondern auch für die Frauen. Das beschreibe ich zum Beispiel in dem Buch. Das hat einen ganz wichtigen Hintergrund in der Evolution. Okay, also muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich dann an Bild anfange. Gut. Okay, dann ist die Sorge weg. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mein erstes Buch, was ich jemals so gelesen habe, so, wo ich aufmerksam war, das war, glaube ich, mit 16. Und das war Sammy Molcho. Das habe ich gelesen, fand es schon super spannend, wie letztendlich unser Körper kommuniziert, ohne dass wir den Mund aufmachen. Fand ich sensationell. Und deswegen ist das für mich natürlich heute super spannend, vor allem, weil es natürlich hervorragend mit dem, was ich tue, verknüpfen kann. Weil wenn du dich im Sportbereich befindest, im Gesundheitsbereich, ist ja auch so, gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Körpersprache sich dann ändert, wenn du wieder in dich rein investierst. Das kann man so nicht sagen. Also das muss man auf zwei verschiedenen Ebenen sehen. Und zwar, die Körpersprache ändert sich im Grunde nur sehr minimal, muss man dazu sagen.
Das heißt, jeder, also du, ich, deine Coaches, die Menschen, die zu mir kommen, die haben alle ein Temperament. Ich nehme aus dem Sport ein Beispiel, das war der Giovanni Trapattoni, den kennt man noch, den ehemaligen Bayern-Trainer und so. Der war immer und hat immer so geredet. Das war sein Temperament. Jetzt egal, ob der körperlich trainiert oder ob er nicht körperlich trainiert, er bleibt in diesem Element drinnen. Wenn wir eine Angela Merkel anschauen, die ist viel ruhiger, die ist viel zurückhaltender, die bleibt in ihrem Element, egal ob sie trainiert oder ob sie nicht trainiert. Das heißt, das muss man ganz klar sagen, nicht, also man darf den Leuten nicht suggerieren, fang an zu trainieren und deine Körpersprache wird sich ändern. Ja. Was sich aber verändert, ist die Vielfalt der Bewegungen. Denn was Körpersprache immer ist, ist Muskelbewegung. Und man darf ja nicht sagen, ich trainiere meine Muskeln und da ist die Körpersprache, sondern das, was ich da trainiere, brauche ich in der Körpersprache. Und je mehr ich meine Muskeln, je vielfältiger, muss man sagen, ich meine Muskeln einsetzen kann, desto vielfältiger kann ich sie auch in der Kommunikation einsetzen. Und deswegen in jedem meiner Bücher, in jedem, besonders im aktuellen, gehe ich auch darauf ein, welche Art von Bewegungen man machen muss, dass man in der Körpersprache, in der Kommunikation eine bessere Ausdrucksweise hat. Da gibt es ein Kapitel, da geht es um den Xi Jinping, den chinesischen Staatschef. Und der hat eine sehr einförmige Körperhaltung, ja. Der geht eigentlich recht ungesund und der wirkt deutlich älter, als er ist, weil er ist nicht wahnsinnig alt, aber er wirkt wahnsinnig alt. Und da gebe ich den Leuten, weil im Buch gibt es immer Tipps für die Leute, da gibt's, was man machen kann, ja. Und da gibt es einfach Tipps, dass man körperlich sich betätigen muss. Und da bin ich eben ganz nah bei deinem Thema, weil ich glaube einfach nicht dran, dass man ein Leben lang Couch-Potato sein kann und dann trotzdem eine unglaubliche Vielfalt in seiner Körpersprache bis zum hohen Alter haben kann. Das würde jeglichen anatomischen Grundwissen würde das widersprechen. Jetzt habe ich eins noch vergessen, das wollte ich noch schnell fragen. Wie bist denn du eigentlich, das ist für mich noch ganz wichtig, oder für alle wahrscheinlich, wie bist denn du zu dem Thema gekommen? Ja, ich beschäftige mich damit jetzt seit über 20 Jahren. Ich bin jetzt 46 und das heißt, den weitaus größten Teil meines erwachsenen Lebens beschäftige ich mich mit der menschlichen Körpersprache. Und mein Papa ist Bildhauer und da war Körperlichkeit immer schon Thema. Wenn der Figur gemacht hat aus dem Holz, dann haben wir oft diskutiert, gehört die Hand hierhin oder gehört sie hierhin. Das ist so ein kleiner Unterschied, den man ja mit Worten fast nicht beschreiben kann. Aber du merkst, es macht einen Unterschied, ob die Hand da oder ob sie da ist. Ja? Und das ist bei mir auf fruchtbaren Boden gefallen. Und ich habe mich dann aus einer Intuition heraus, als junger Mann schon, habe ich mir gedacht, ja, wenn es um den Körper geht, dann muss ich mich mit dem Steuerorgan des Körpers beschäftigen und das ist das Gehirn. Und daher kommt mein sehr, sehr naturwissenschaftlicher Ansatz bei mir, also was mir wichtig ist, ich deutle nie. Also wenn ein Mensch eine Gestik macht, dann kann ich immer beschreiben, was die Wirkung auf den Großteil der Menschen dieser Gestik ist. Ich kann aber niemals sagen, warum der Mensch das gemacht hat. Und das unterscheidet mich schon vom Großteil und da habe ich auch die Wissenschaft auf meiner Seite. Was Körpersprache niemals kann, ist die inneren Vorgänge innerhalb eines Körpers zu beschreiben anhand einer Gestik, einer Mimik. Das heißt, so Sachen wie Arme verschränken, das ist ein verschlossener Mensch, ist niemals zulässig. Du warst bei mir, bei allen Vorträgen beschreibe ich das sehr humorvoll und sehr plastisch. Ich stelle mich einfach hin, verschränke die Arme auf zwei verschiedene Arten. Und einmal ist es wirklich sehr abwehrend und einmal ist es total flirtend. Und immer habe ich nur die Arme verschränkt. Und damit führe ich den Leuten vor Augen, pass auf, das ist so unwissenschaftlich, ein Signal rauszunehmen und dann zu glauben, zu wissen, was der Mensch für emotionale Befindlichkeit hat. Jetzt pass auf, das war gut, auch das, wie du draufgekommen bist, war sehr interessant, dass wenn der Ursprung ist. Jeder hat ja seinen Ursprung, wenn er irgendeine Leidenschaft entwickelt. Für mich ist jetzt auch ganz wichtig, ich gehe jetzt einfach mal her und haue mal eine Hypothese raus, okay? Und zwar, wenn ich jetzt einen Mensch sehe, der jetzt zum Beispiel überhaupt mit Sport nichts zu tun hat, gar nichts, und der sich auch sehr ungesund ernährt, das heißt, sein Körper nicht ausreichend Nährstoffe gibt, dass er erstmal klar und wach ist und dass auch die Körpersprache bzw. die Körperspannung wegfällt. Also wenn ein Mensch jetzt ganz wenig Sport macht und er achtet im Ernährungsverhalten nicht auf sein Essen, dann ist ja die Körpersprache als das visuelle Erscheinen natürlich eine andere. Das heißt, ich falle jetzt zum Beispiel mit Schultern etwas weiter nach vorne, der Kopf kippt etwas weiter nach unten. Das ist ja so, dass es der Gegenüber sieht. Wie wirkt es dann, wirkt sich das aus, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich fange jetzt an wieder
mich gesund zu ernähren. Ich fange an, Sport zu betreiben und dadurch öffnet sich der Körper. Der Körper hat eine Körperspannung. Macht sich das nicht gegenüber dem anderen bemerkbar, also direkt bemerkbar, und wirkt sich das auf den anderen dann interessanter, den Menschen kennenzulernen? Also, zwei Ebenen. Ich kann nicht so einfach antworten. Die erste Antwort ist, ja, natürlich, wenn ein Mensch körperlich sich mehr bewegt, dann passiert etwas auf einer anderen Ebene, und zwar die fasischen Muskelfasern werden trainiert. Fasische Muskelfasern sind jene Fasern, die uns in der Evolution vom Vierfußstand in den Zweifußstand erhoben haben. Das sind diese schnellen Fasern. Je mehr du trainierst, desto mehr kommt das zur Geltung. Aber die Aus- und das macht dich attraktiver. Also wenn jemand dann was sagt und du wendest dich schnell zu ihm hin, wirkt es einfach attraktiver. Wenn jemand so reagiert, so waren wir geboren. Ja? Weil wir sind ja auch ein Flugtier. Das heißt, wenn wir eine Gefahr erkannt haben, haben wir uns schnell drehen müssen. Der Löwe, der kann sich so noch darüber drehen, weil es passiert sowieso nicht. Oder der Elefant, ja, der ist ja an der Spitze der Nahrungskette, da passiert ja relativ wenig. Wir allerdings, man muss sich so ein Reh vorstellen, ja, das isst, das frisst und da passiert was und dann schaut es ganz schnell. Wenn es die Schnelligkeit nicht hätte, würde es die Feinde zu spät erkennen. Und mit körperlichen, und das haben wir als Kinder alle, die fasischen Muskeln, ja, wir sind unglaublich schnell. Aber je älter wir werden, desto mehr bauen wir diese Muskelfasern ab, denn die brauchen 10-mal so viel Sauerstoff wie die tonischen Muskeln. Tonischen sind die haltenden Muskeln. Ja. Und das geht der Körper, und 10-mal so viel hast du, hast ein Auto, das braucht 6 Liter oder ein Auto, das braucht 60 Liter. Natürlich haust du den Motor raus, der 60 Liter braucht, wenn du ihn nicht unbedingt brauchst. Wenn wir also Tätigkeiten machen, die diese fasischen Muskeln nicht erfordern, bauen wir sie ab. Und das ist das, was du sagst, was uns unattraktiv macht. Das heißt, er ist in der Firma, du sagst was zu ihm und der wendet sich nur mehr so zu dem hin. Früher hätte er es so gemacht. Das heißt, so simplifiziert zu sagen, ich muss nur ein bisschen trainieren und wirke attraktiver, so ist es nicht. Weil, jetzt sage ich da was dazu, wer falsch trainiert, nicht sportlich falsch, da bist du der Fachmann, sondern wer einseitig trainiert, macht Folge. Stell dir mal einen Marathonläufer vor. Ja? Wenn du Marathonläufer anschaust, und du gehst einmal zu so einem Stadtlauf, das ist eine unglaubliche Leistung, über 40 Kilometer nur zu laufen. Der Körper ist niemals in der Evolution dafür gebaut gewesen. Wir sind zum Schnellgehen und das auch über 10, 20, 30 Kilometer, aber 40 Kilometer zu laufen und das auch noch möglichst schnell, das haben wir nie gehabt. Was der Körper da macht, ist, wenn du das viel trainierst, der will natürlich möglichst effizient sein und baut alle Muskeln, die er für das Laufen nicht mehr braucht, baut er ab. Das sind natürlich, wie gesagt, die phasischen Muskeln. Das heißt, das schnelle Reagieren geht nicht mehr. Und was wir aufpassen müssen, wenn wir trainieren, wir müssen vielfältig trainieren. Und jetzt komme ich zu deiner zweiten Annahme. Wer sich trainiert, der kommt aufrechter daher und wirkt attraktiver. Wenn das so richtig trainiert ist, dann kommt er aufrechter daher. Er ist schneller. Aber viele Jungs und vor allem Jungs im Fitnesscenter trainieren zu viel auf die äußere Erscheinung. Das heißt, die trainieren dort viele Muskeln und was sie machen, es dreht sie da vorne zusammen. Ich stehe mal auf, dann sieht man das, es dreht sie so zusammen. Und sie kommen so daher und drehen sich, da ist nichts mehr Schnelles drinnen. Nehmen wir mal so einen echt so einen klischeehaften Muskelprotz, da ist gar nichts Schnelles drin und das wirkt unglaublich unattraktiv. Das heißt, so simplifiziert, du merkst es schon, das ist ganz vielschichtig. Wir müssen ein Gleichgewicht zwischen phasischen und tonischen Muskeln haben. Ich habe eine Übung mal von dir auf Instagram gesehen, da muss vorne jemand gehen, der hat so Schultern und hinten halten Leute ein Gewicht und der muss das irgendwie ziehen, über das heißt, durch ein Dorf gelaufen oder so etwas. Ja. Und das ist eine gute Übung, weil wenn das jetzt nicht auf einer Schiene ist, sondern auf einem Schotteruntergrund oder unebenen Untergrund, dann ist jeder Schritt ein wenig anders. Das heißt, der Körper kann nicht effizienter, er kann nicht Muskeln rauswerfen, denn der nächste Schritt, der kann so uneben sein, dass der Fuß gegenlenken muss und das heißt, er braucht den Muskel. Was die Jungs also im Fitnesscenter machen sollten, ist schon Gewichte mitnehmen, aber sie sollen bitte Gewichte auf diesen unebenen Unterflächen machen. Sie sollten eine Übung, das ist vielleicht alle, die trainieren, machen nur so lang, bis sie sie ungefähr können. Sobald sie sie perfekt können, also was zum Beispiel, keine Ahnung, Gewicht nach oben heben, sobald ich das, da wird nur mehr der Querschnitt vergrößert. Die phasischen Muskeln müssen wegfallen, weil die kosten zu viel Sauerstoff. Die tonischen, die haltenden, die werden immer größer, aber die Schnelligkeit bleibt total auf der Strecke. Da sind wir auch nie dazu gebaut gewesen. Das heißt, einmal die Übung, was sie, drei,
sagen wir, 2 Wochen lang die Übung so machen, dann kann ich es ungefähr. Dann muss ich das nächste Mal hergehen, die Bank, auf der ich liege, schräg machen. Aber nicht nach hinten, sondern wirklich so schräg, nämlich links, rechts schräg und dann so rauf. Oder wenn ich Klimmzüge mache, einmal so, abends. Also das heißt, je mehr wir Varianten reingeben, desto mehr bleiben die phasischen Muskeln attraktiv. Und ganz was Wichtiges dazu, und da bin ich schon mit meiner Ausführung am Ende, ist, macht die Spiele, das ist so ein Hinweis, ja, alles, wo Menschen lächeln beginnen beim Trainieren, sind üblich, so eine Bauchregel, ja, sind üblicherweise die Übungen, wofür wir geschaffen wurden. Geh mal mit jungen Schülern, 16, 17 Jahre, mach einmal einen Sportunterricht und sag, heute spielen wir Volleyball, heute spielen wir Fußball, spielen wir Basketball, dann lächeln es alle. Oder heute spielen wir Völkerball, lächeln. Und dann sagst du ihnen, gehen wir Dauerlaufen, dann sagen alle, nicht Dauerlaufen. Und dann haben wir alle in den Turnsälen diese Parcours manchmal aufgebaut gehabt und alle haben gegrinst und wollten jede, weil wir dafür gebaut sind. Einmal da, einmal da, einmal da. Und alle Trainings, die ich machen würde, ist nicht, weiß ich nicht, 4 Sätze mal A15 und das Gewicht, das würde ich schon machen. Aber ich würde so variieren, dass ich dazwischen die Leute zwinge, unbedingt mit Freunden Volleyball spielen zu gehen, mit Freunden Fußball spielen zu gehen, mit Freunden laufen gehen, aber weißt du, wie laufen? Geradeaus, bei der Haustür geradeaus, über den Zaun drüber, über die Mülltonne drüber, unter den LKW durch, über die parkenden Autos drüber. Das macht erstens viel mehr Spaß, ist natürlich verboten, ja, bekommst viele Strafen, aber dafür sind wir gebaut. Das heißt, da, wo er die Kraft bekommt, ja, das wird dann auch sofort wieder gegengesteuert, weil die phasischen Muskeln da wieder arbeiten müssen. Und wenn wir über die Kommunikation reden, dann ist es wahnsinnig gefährlich, wenn wir nur mehr auf Querschnitt achten. Ja, das ist natürlich, sind da Männer anfälliger. Ja, wobei in meinem Fitnesscenter habe ich eine Frau, die macht das auch. Ja, und das Gesicht, wenn du die anschaust, da ist ja niemand, der wie beim Volleyballspielen so schaut, sondern die machen das alles so und eins geht noch, einmal geht noch. Das gehört schon dazu, das ist schon wichtig, weil wir haben damals auch den schweren Baumstamm heben müssen, um die Hütte bauen zu können. Das gehört schon dazu. Aber dieses Exkludieren von allem anderen, dafür ist unser Körper nie gebaut gewesen. Outcome davon ist, dass die Alltagsverletzungen zunehmen. Das heißt, selbst der Supertrainierte, wenn der über die Bordsteinkante einmal umknickt, bricht er sich das Bein. Weil wir die phasischen Muskeln nicht mehr haben, dass er schnell reagiert. Beim Kind passiert das nie. Die fallen runter von Schaukeln, die fallen runter von Rutschen und brechen sich nie was, weil der Körper diese Schnelligkeit, diese Muskelintelligenz noch hat, zu reagieren. Aber wenn wir sie zurückgebildet haben, dann haben wir das auch nicht mehr. Das heißt, die Verletzungen nehmen zu. Andreas, entschuldigen, dass ich jetzt so lange geredet habe. Alles gut. Das waren natürlich jetzt auch viele neue Erkenntnisse dabei, weil ich es so noch nicht gehört habe, aber es klingt auch logisch. Es ist nichts Unlogisches dabei, weil ich sage auch immer, die Natur macht in der Regel nichts Unlogisches, Unlogische machen wir. Und somit ist es für mich nachvollziehbar, dass natürlich ein breites Spektrum an verschiedenen Bewegungen für uns ganz wichtig ist, auch für den Ausdruck. Deswegen ist bei mir so, ich habe immer gesagt, auch zu meinen Coaches sage ich immer, es geht nicht nur darum, dass du einen Bus hochheben kannst, du sollst ihn auch noch bekommen können, wenn er wegfährt. Das ist ein guter, danke dir, den werden wir merken. Und ich glaube, um das geht's. Und wenn du schnell nachlaufen kannst, den Bus reinspringen kannst, dann hast du alles noch parat, was du in der Evolution gebraucht hast. Für dich als Fachmann, die Muskelgruppen heißen phasische und tonische. Und die phasischen und die tonischen als Daumenregel sind alle die, die uns im Vierfußstand halten. Also zum Beispiel der Pectoralis vorne, ja, der Gluteus Maximus ist ein phasischer, ja. weil der Iliopsoas, diese Muskelgruppe, der Hüftbeuger, warte, ich hoffe, man sieht es jetzt, der Hüftbeuger, das ist der uns nach unten zieht. Ja. Der Iliopsoas, das ist ein tonischer, der hält jede Katze, das ist, wenn das die Hinterläufe sind, jede Katze, jedes Pferd hält der so stabil. Wir haben da außenrum den Gluteus bekommen, der uns aufgezogen hat. Allerdings sitzen wir die ganze Zeit und was passiert ist, der Gluteus bildet sich zurück. Leider. Und damit biegt sich die Hüfte wieder so rein und wir müssen aber nachkorrigieren, weil sonst würden wir alle so stehen, weil die Hüfte biegt zurück. Und was passiert? Wir haben ein Hohlkreuz. Wir korrigieren nicht die Hüfte nach, sondern wir korrigieren es mit einem Hohlkreuz nach. Dabei müssen wir eigentlich den Hüftbeuger mit einem gut trainierten Gluteus wieder trainieren. Also dieses Verhältnis zwischen tonischen und phasischen, was bei Kindern sehr natürlich noch da ist, das müssten wir durch spielerisches Agieren, durch Bus nachlaufen zum Beispiel, durch Schwimmen, müssen wir immer wieder hinbringen. Aber Achtung, beim Schwimmen ist dieses Gleiche. Nicht glauben, dass ich jetzt an 4 Kilometer kraule, 4 Kilometer Brust,
sondern mit den Kindern im Wasser spielen. Das ist das Allerbeste. Die Regel lautet immer, du musst Sport machen, wo die Bewegungen nicht vorhersehbar sind. Okay. Weil dann muss der Körper für alles bereit sein. Und deswegen, ich glaube, bei CrossFit, ich habe das noch nie gemacht, aber da gibt es ein Workout of the Day, wo man vorher nicht weiß, was das ist. Und sowas ist gut. Ja, dass du den ganzen Körper einfach, ja, einfach bereit machst. Und das würde ich bei deinen Coaches machen, ja, dass die diesen Call haben, wo sie alle bei dir Online-Coaching bekommen. Da gibt es eine Aufgabe der Woche. Jedes Seil, das ihr seht, müsst ihr mindestens 3 Meter raufklettern in der Woche. Aber dann nächste Woche was anderes, weil es geht nicht darum, dass sie 6 Meter irgendwann raufkommen, weil es wird wieder nur ökonomisieren, sondern das nächste Mal muss es sein, unter jedem LKW, der parkt, unten durchgehen, nie mehr außen rumgehen, eine Woche lang oder so. Ja, also jetzt nur. Ja, die Idee ist schon mal gut. Da hast du mir viel Input gegeben, aber man sieht es halt, es geht einfach darum, dass wir unseren Körper so benutzen, wie sie Natur ursprünglich vorgesehen hat. Und das ist das oberste Kompromiss, den man eingehen sollte, sagen, wir sitzen den ganzen Tag. Du meinst, wir sitzen den ganzen Tag und somit natürlich unser Körper nicht artgerecht benutzt. Und das ist letztendlich das, was den meisten Menschen zwischenzeitlich Probleme beschafft, dass wir uns nicht mehr artgerecht verhalten, weder in der Bewegung noch in der Ernährung. Und für mich ist das spannend, inwieweit sich das alles, auch so dieses Thema, dass Menschen sich nicht mehr groß bewegen, dass Menschen eben auch, was Essverhalten anbetrifft, eben auch unnatürlich essen, unnatürliche Dinge essen, zu unnatürlichen Zeiten essen, wie sich das letztendlich alles auswirkt. Und das war natürlich jetzt von dem, was du gesagt hast, eine gute Demonstration, was man alles machen sollte. Ich persönlich habe ja in meinem Bild oder in meinem Portfolio immer drinstehen, so den Namen Athleticus. Ich habe es immer mit Athletik. Also am Anfang mir war es immer wichtig zu sagen, ich muss meinen Körper nicht nur Gewichte heben können, sondern ich möchte auch Tennis spielen können, Sport spielen können, Fahrrad fahren. Ich möchte springen können, ich möchte Sprintzüge machen können, Mountainbike fahren, laufen, das komplette Programm. Richtig. Das ist ein schönes Bild vom Körper, wenn er multifunktional ist. Und das war natürlich hervorragend, was du mir gerade gesagt hast. So weiß ich, dass ich immer schon immer auf dem richtigen Weg war. Weißt du, was ich jetzt angefangen habe? Genau, nicht aus dem Grund, aber was genau reinpasst, ich habe jetzt Breakdance angefangen. Breakdance? Ja, auf meine alten Tage. Ja, auf meine alten Tage, ich kann ja nur eins sagen, so ein allumfassendes Körpertraining wie Breakdance, weil man muss sagen, Breakdance hat mit Tanzen relativ wenig zu tun. Ja, da geht's um recht komplizierte Figuren und jeder, der das mal gesehen hat, also ich kann das überhaupt nicht so, dass man es herzeigen könnte, aber allein das Trainieren, ja, dieses Gleichgewichtsgefühl, dieses feine Austarieren, das ist unglaublich wichtig für die phasische Muskulatur. Massive Muskulatur. Es macht unglaublich viel Spaß. Jedes Mal ist etwas Neues und es geht gar nicht darum, dass man alles unglaublich perfekt kann, sondern man muss dann lernen, Figuren zu kombinieren und so weiter. Und das ist auch eine Möglichkeit. Ja, also viele Frauen schauen auch zu. Tanzen ist eine der ursprünglichsten Bewegungsformen und Tanzen ist was unglaublich Tolles, was die Vielfalt in der Körperbewegung einfach fördert. Wir sehen uns ja am 19. Ja, genau. Mai. Ja. Und dann dazu beim Breakdancen. Nie im Leben. Cool, aber das nochmal mit 46 anfangen, Breakdance anzufangen, ist, muss ich sagen, spricht auch für deinen Mut. Ja. Was denn? Ich denke mal, der Satz, da bin ich zu alt dafür. Ich meine, erst das macht dich alt. Weißt? Es geht ja nicht darum, ob man Weltmeister wird. Ich werde nie mehr Weltmeister werden. Sondern es geht einfach darum, tut es mir gut, macht es mir Spaß, ist es eine gute Ergänzung zu allem, was ich mache. Und auch in meinem Fall hilft es mir in meinem vielfältigen Ausdruck. Und da muss ich zu allem sagen, ja, 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 dann mache ich es. Und ich sage da ehrlich, wenn es mir in 2 Jahren keinen Spaß mehr macht, dann mache ich was anderes. Dann gehe ich Squash spielen oder dann gehe ich Volleyball spielen. Und selbst Volleyball spielen, du weißt ja, ich bin sehr klein, ich bin 1,60. Und jetzt sag mal, Volleyball spielen ist ein Blödsinn, weil du kriegst nicht übers Netz. So, um das geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, ist es lustig, macht es einen Spaß, ist es ein Gaudi und dann tue ich es. Ja? Und das gebe ich den Menschen einfach mit. Den Spaß an der Freude zu haben, einfach mit den Kindern, mit jungen Menschen einfach ein Gaudi zu haben und nicht ständig dran denken, ui, da bin ich jetzt peinlich. Ich sage euch ganz peinlich, sei mal im Leben sowieso ständig. Ja? Und wer damit einfach okay kommt, ja, dann ist er in dem Moment ist er nämlich nicht mehr peinlich.
Nur dieses ständig Verstecken, ui, das könnte jetzt peinlich sein, kennt ihr jeder im Fitnesscenter. Deine Coaches gehen alle ins Fitnesscenter. Und am Anfang haben sie oft Hemmungen, ein neues Gerät auszuprobieren, weil sie sich denken, ah, jetzt weiß ich nicht, wie das funktioniert. Ja, alle haben so angefangen. Entweder du hast den Mumm, jemanden zu fragen, oder du schaust jemanden zu, oder du probierst es einfach aus. Also ich glaube, diese wahnsinnige Angst, uns zu blamieren vor anderen, hemmt uns so stark, eine gewinnende Körpersprache zu haben. Ja, das ist wohl wahr. Die Ängste sind wahrscheinlich eins der größten Blockaden, die wahre, schöne Körpersprache zu zeigen. Deswegen habe ich auch gleich, es war ein guter Übergang. Und zwar, ich beschäftige mich ziemlich viel mit dem Thema Unitask des Gehirns. Weil viele Menschen sind jetzt momentan sehr stark Multitask. Das heißt, die haben den ganzen Tag so viele Anforderungen und so viele Gedanken im Kopf. Kann man sich so vorstellen wie so eine Plexiglaskiste, so 30 cm lang, 20 hoch und 20 tief. Und da sind 10 Ping-Pong-Bälle drin. Und wenn du schüttelst, sieht es furchtbar aus. Und die meisten kriegen einfach auch nicht mehr die Unitask-Zeiten hin. So das Gehirn mal durch Meditation zum Beispiel, durch Ruhephasen, durch Achtsamkeitsphasen Ruhe reinbekommen. Wie wirkt sich denn zum Beispiel sowas, wenn ein Mensch ständig am Grübeln ist, ständig am Perfektionieren ist und sein Gehirn nonstop rattert? Der ist ja eigentlich auch nicht mehr so richtig auf dieser Welt. Du siehst ja viele Menschen, die laufen durch die Gegend und schauen nach unten auf den Boden und sind gar nicht da. Wie wirkt sich denn sowas, wenn man zu viel Gedanken gleichzeitig verarbeiten will im Gehirn? Wie wirkt sich denn sowas auf die Körpersprache aus? Ja, das ist natürlich diese Körpersprache nicht bei sich sein. Dass man, wenn man jetzt, weiß ich nicht, man hat einen Führungskräftejob übernommen und jetzt hat man wirklich 30 Ping-Pong-Bälle ständig am Laufen. Man muss den Chef zufriedenstellen, die Kunden zufriedenstellen, die Mitarbeiter zufriedenstellen, die Familie zufriedenstellen und dann Nachrichten will man auch noch lesen und haben jetzt 5 Social-Media-Kanäle und so weiter. Ja? X Ping-Pong-Bälle. Der Punkt ist, dass ich dann aufs Wesentliche vergisst, weil ich sage dir eins, weißt du, was Erfolg ist? Erfolg ist Kommunikation. Mhm. Weil man kann jetzt sagen, na, ich brauche keine Kommunikation, ich programmiere nur eine tolle App, verkaufe diese App und wäre erfolgreich. Ich meine, weißt du, was ich meine? Du musst Geldgeber finden und wenn du Geldgeber findest, musst du zu einer Bank gehen und mit der Bank erfolgreich gehen. Du musst mit Leuten im Marketing reden, dass die dich erfolgreicher machen. Selbst wenn du die Weltmeister-Idee hast, dann musst du unzählige Menschen finden, die dich erfolgreich machen. Und was, wo Erfolg passiert oder die Kommunikation passiert, sie passiert immer mit dem einen Menschen, immer mit dem. Nicht mit der ganzen Welt. Nicht glauben, ich trainiere jetzt, ziehe mich unglaublich toll an, habe eine tolle Frisur, habe ein tolles Auto, gehe auf die Straße raus und die ganze Welt ist begeistert von mir. Weißt du was, die meisten Menschen nehmen dich nicht mal wahr, wenn du über die Straße gehst. Oder fällt dir derjenige auf, der gerade da vorne bei der Haustür rausgegangen ist, der fällt dir gar nicht auf. Aber in dem Moment, wo er mit dir spricht, entscheidet sich für dich, hat der deinen Alltag ein klein wenig besser gemacht oder ein klein wenig schlechter gemacht. Wenn der dich angelächelt hat, dir Aufmerksamkeit geschenkt hat, Interesse gezeigt hat, dann hat er in der Kommunikation dir zu einem kleinen Lächeln verholfen. Was dann passiert ist, du gehst zum nächsten Menschen mit etwas mehr Lächeln und damit hast du auch dem Menschen ein wenig mehr zum Lächeln verholfen. Und irgendwann kommst du drauf, der eine Typ da, der bei der Haustür rausgegangen ist, der mit mir geredet hat, ich weiß nicht, die kenne ich nicht, aber unglaublich toller Kerl. Und damit ist eine Bindung eingetreten, die ihm weiter, wo er mehr Menschen beeinflusst hat, als ihm überhaupt bewusst ist. Stell dir vor, du wirfst einen Stein in ein Wasser. Der Stein regt Wassermoleküle an und die Wassermoleküle bilden irgendwann eine Welle. Diese Welle regt die nächste Welle an und die nächste Welle und die nächste Welle. Die werden immer von der vorigen Welle angeregt. Und irgendwann ist die ganze Wasseroberfläche in Bewegung. Aber weißt du, dass die äußerste Welle vom Stein überhaupt nichts weiß? Mhm. Und ich glaube, um das geht's. Wenn wir heute Greta Thunberg anschauen, dieses 16-jährige Mädchen, ja, die gerade die ganze Welt begeistert irgendwie, die weiß doch gar nicht, dass wir beide jetzt über sie reden. Und sie muss nur für die Menschen, die rund um sie sind, muss sie attraktiver sein. Und wenn wir heute uns so viel mit den Ping-Pong-Bällen beschäftigen und nicht mehr daran denken, dass der Mitarbeiter, mit dem ich jetzt rede, der muss nach dem Gespräch sich ein klein wenig besser fühlen als davor. Weil dann geht der Mitarbeiter raus und sagt, der Chef ist ein cooler Typ. Und das sagt er mit einem Lächeln. Und der Mitarbeiter wird wieder mit einem Lächeln rausgehen und sagt, du, der Chef hat tolle Mitarbeiter. Und der wird die nächste und so weiter. Und irgendwann einmal hast du als Chef
dich nicht mit 30 Ping-Pong-Bällen beschäftigt, sondern du hast erkannt, ich muss lächeln mit den Leuten. Ich muss den Körper zuwenden. Ich muss die Augenbrauen mit den Augenbrauen zeigen, ich habe dich wahrgenommen, indem ich sage, ah, ja, genau, interessant. Weil wenn ich nur sage, ah ja, interessant, ich habe nur 5 Ping-Pong-Bälle, die ich heute noch erledigen muss, ist nichts übrig geblieben. Und ich glaube, der Erfolg passiert nicht über die 30 Ping-Pong-Bälle, sondern in dem Gespräch, wo du jetzt gerade bist, da musst du aufmerksam sein. Und ich glaube schon, dass so Dinge wie Meditation, achtsam sein, zu sich zu finden, unglaublich wichtig sind. Weil jetzt komme ich wieder mit meiner Evolutionskeule daher, weil was, wo ich vorsichtig bin, wenn Menschen, du sprichst viel über Ernährung, wenn Menschen sagen, nehmt euch Zeit zum Essen. Weil ich glaube, da wird etwas in Verbindung gebracht, was in der Evolution nicht notwendigerweise zusammen war. Wenn wir nämlich im Neandertal vor 30.000 Jahren waren und die Männer haben ein, oder die Frauen haben immer mehr Nahrung gebracht, aber die Energie, die war weniger energiedicht, nämlich Früchte und so, ja. Wenn jetzt die Männer einen Hirschen gebracht haben und alle haben einen riesen Hunger gehabt und sind zu dem Hirsch und wollten den Hirschen fressen und du hast dir gedacht, na, ich muss mir Zeit nehmen zum Essen und ich muss zur Ruhe kommen. Dann war der Hirsch weg, bevor du überhaupt bereit warst zum Essen. Ja. Was schon gilt in der Evolution ist, wir haben immer Ruhemomente gehabt. Und die fehlen heute viel mehr. Aber nicht zu glauben, das muss immer mit dem Essen zusammen sein. Es gibt Menschen, die ein Leben lang schnell gegessen haben, aber dafür danach die Siesta gehabt haben und dann eine Stunde lang völlig ruhig waren. Oder die am Abend zusammen mit Freunden an der Bar gesessen sind und ein Glas Wein getrunken haben, vielleicht im alten Rom. Die haben den ganzen Tag Stress gehabt, schnell gegessen, aber am Abend waren sie ruhig. Ich glaube, das Problem ist, dass wir nie mehr solche Momente haben. Und von mir aus, iss schnell, aber mach danach deine Meditation. Von mir aus, lauf schnell und mach alle Social-Media-Kanäle, aber irgendwann komm zu deiner Achtsamkeit, weil du dich beim Trainieren zum Beispiel, in deinem Fall, auf jede Bewegung konzentrieren musst und damit voll in den Körper reinkommst. Ich glaube, man darf nicht so junktimieren, so Ruhe mit bestimmten Tätigkeiten. Ich glaube, es geht um die Ruhe insgesamt, weil alles in unserem Leben geht immer so. Ja? Wir haben totale Anstrengung, totalen Stress, das haben wir immer ausgehalten, aber danach war wieder die Ruhe. Im Jahresverlauf. Wir haben total viel gearbeitet bei der Ernte zum Beispiel. Da haben wir viel arbeiten müssen und danach haben wir gefeiert. Danach haben wir wieder das Ganze in den Speicher gebracht. Danach haben wir Weihnachten gehabt. Danach war die Ruhe, weil der Winter war und danach haben wir die Aussaat machen und so. Also das Leben geht immer so. Gefährlich ist, da bin ich bei dir, wenn ständig Ping-Pong-Bälle sind. Und dann habe ich keine Zeit mehr, mich auf meine Körpersprache zu konzentrieren und die Face-to-Face-Kommunikation leidet und du wirst niemals den Erfolg ernten, wo du die Energie reingebuttert hast. Ja, Stefan, das, was du gerade sagst, weißt, ich meine, ich habe natürlich ziemlich viel mit Coaches zu tun, die aus dem Business-Bereich kommen, weil ich zwischenzeitlich selbst über 50 bin, ziehst du natürlich auch Leute an, die ein ähnliches Alter haben. Zwischen 40 und 60 ist meine Hauptzielgruppe. Und da ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen kommen und tatsächlich unter diesen Multitask leiden, weil sie einfach nicht mehr diese Ruhephasen haben. Die suchen zwar eine Ruhephase, wissen, okay, wenn ich mich etwas gesünder ernähre, hat der Körper etwas mehr Schutz. Wenn ich anfange, mich zu bewegen, hilft mein Körper auch. Aber diese dritte Komponente, diese Achtsamkeit, das vergessen die meisten Menschen. Da wird in alle Bereiche investiert, aber so in diesen Bereich wird fast gar nicht mehr investiert. Da sind die Leute auch zum Teil extrem hilflos und wissen gar nicht, was sie machen sollen. Wenn sie dann hören, oh, ich müsste eine Stunde meditieren, das kannst du eh vergessen, das schaffen die sowieso nicht. Aber so diese kleinen Ruhephasen am Tag zu suchen, und sie nicht zu erzwingen, aber zu sagen, okay, morgens mal 5 bis 10 Minuten, mittags mal 5 Minuten oder 10 Minuten, abends mal 10 Minuten. Das ist was ganz Wertvolles. Weil wir natürlich im Moment, dadurch, dass wir natürlich viel zu du hast Social Media, du hast über alle Kanäle, du kannst dann mit Leuten kommunizieren in zig verschiedenen Kulturen zur gleichen Zeit. Und ich denke, dass das ganz viele Menschen auch extrem stresst im Kopf. Und einfach nicht mehr diese Auszeiten haben. Und dadurch leidet natürlich auch die Vielfalt der Körpersprache, weil Hirn die ganze Zeit nur im Überlegen ist, wie sortiere ich das jetzt alles. Und das finde ich auch, deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen spezialisiert zwischenzeitlich, nicht nur die Komponente Ernährung und die Komponente Bewegung, sondern auch die Komponente, die Achtsamkeit mit reinzunehmen. Und ich denke auch für jeden, das ist auch so ein Tipp, wo ich meinen Leuten mal gebe, arbeite auch ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern auch genauso aufmerksam im Bereich deiner Achtsamkeit wie in den anderen Bereichen, denn das ist auch wichtig für unsere Gesundheit. Da bin ich, also kann ich nur unterstreichen. Und
Ich glaube, wenn ich denke jetzt nur an deine Tätigkeit, deine Bewegungen, ja, das wären eigentlich wunderbare Achtsamkeitsbewegungen. Weil es ist nicht das Ziel, die 60 Kilo raufzubringen, sondern es ist das Ziel, den Weg dort zu machen. Und da, jetzt kenne ich die gar nicht, aber da gibt es ja manche, die sagen, ganz langsame Bewegungen nur. Ja, das Gewicht nur so langsam, ganz langsam, nie schnell werden, nie ruck. Und das halte ich für unglaublich wertvoll, weil da musst du achtsam sein. Du wirst viel weniger Gewicht draufbringen. Viel, viel weniger Gewicht. Ich probiere das oft, ja. Viel weniger Gewicht und da musst oben ein wenig warten, ja. Und dann wieder unten ganz, ganz langsam. Oder Liegestütze. Mach das oft mit Liegestütze, ja. In verschiedenen Positionen. Aber ganz langsam. Mir geht es nicht darum, 40 Liegestütze zu machen, ja, sondern mir geht es darum, ganz langsam die Liegestütze zu machen. Das ist übrigens eine Breakdance-Sache, ja. Die musst du langsam machen. Darf ich gleich wieder Advocatus Diaboli sein und, ja, und ein Aber einbringen, um immer die Vielfalt drinnen zu haben. Es gibt nämlich den Gegentrend auch, der zu viel Achtsamkeit. Ja, das geht. Es gibt, ja genau, es gibt Menschen, die so mit sich selber beschäftigt sind und so alles nur an sich denken, dass man aufpassen muss, das endet in einem unglaublich hohen Egoismus. Ja? Wenn es nur mehr darum geht, geht es mir gut, ich muss jetzt in mich reinfühlen, fühle ich mich gerade bereit dafür, ist es für mich gerade okay? Na, wir sind ein Rudelwesen, wir tun ja ganz viele Dinge, dass es den anderen gut geht. Aber wenn es dem anderen gut geht, dann kriege ich wieder unglaublich gutes Feedback. Man braucht nur eine Familie denken. Ja? Jede Mutter kennt das doch, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich bin für alle da. Für den Mann muss ich das Essen kochen, ich muss bügeln, ich muss für die Kinder machen und so weiter. Und andererseits muss man sagen, wenn jetzt eine Mutter hergehen würde, oder das gilt für den Vater genauso, ja, also ich zum Beispiel, mache viel Hausarbeit, auch ich, ja, und ich könnte mir auch sagen, immer muss ich die Wäsche bügeln und so weiter, ja, aber ich denke mal, wenn man sich nicht einbringt, um etwas für die anderen zu tun, dann bleibt man so allein übrig. Nur das Beispiel, ich bügel die T-Shirts für meine Kinder zum Beispiel, ja, und dann, wenn ich das nicht mehr machen würde, weil ich mir denke, na, jetzt bin ich nicht, jetzt muss ich gerade meditieren, dann hat es so eine starke Auswirkung für die Kinder, weil die Kinder werden irgendwann das Nestgefühl nicht mehr haben. Nämlich das Gefühl, hier wird für mich gesorgt. Das macht man natürlich nicht, wenn sie 18 sind. Ja, da kann er sein T-Shirt selber bügeln. Ja? Aber jetzt sind meine Kinder 11 und 12. Ja? Und einfach ihnen das Gefühl zu geben, hier sorgen wir uns um dich. Ja? Und da werden einfach manche Dinge gemacht. Aber wenn ich alles aufgebe und sage, nein, ich fühle mich jetzt nicht, dann fehlt den Kindern, glaube ich, etwas. Und es muss immer ein Wechselspiel sein zwischen auf sich selber achten und jetzt nicht den ganzen Tag bügeln, sondern schon Momente für sich zu haben und andererseits aber nicht zu viel Achtsamkeit haben, in eine Selbstverliebtheit reinzukippen, weil der Mensch wird unglücklich. Das muss ich da gleich sagen. Und der Großteil der depressiven Menschen beschäftigt sich auch, also Achtung, nicht denen, wo es wirklich schon klinisch nachweisbar ist, sondern denen, die so diese phasenweise der Depressionen haben, die beschäftigen sich viel zu viel mit sich selber. Du hast vorher was gesagt, die denken viel zu viel nach. Tut's doch einfach im Leben, ja? Macht's einfach. Ich glaube, das ist so wichtig. Es ist ja immer, das, was du auch sagst, ist ja immer das Wichtige, ist auch beim Sport, bei der Ernährung, ist ja die Homöostase zu finden, das Gleichgewicht zu finden. Und das ist halt das Problem, dass du, ja, dass es Menschen gibt, die immer alles versuchen zu perfektionieren. So, wenn der Perfektionist mit am Start ist, dann hast du früher oder später immer die Arschkarte. Weil er nicht zwingt, was zu tun und denkst, jetzt muss ich es noch besser machen, noch besser machen, noch besser machen. Und dann schießt du wieder mal am Ziel vorbei. Richtig. Und das, was du auch gesagt hast, dieses auch nicht zu achtsam sein, nicht zu übertreiben mit der Achtsamkeit, ist wichtig. Aber im Moment ist tatsächlich so, dass von denen, die ich kennenlerne, wenn ich das Thema Achtsamkeit anschneide, die gucken mich erstmal an und denken, was will der jetzt von mir? Ja, auch Achtsamkeitstraining ist in Form mal bei sein, auch mal 5 Minuten in dir zu sein und eben nicht auf der Baustelle, nicht bei dem nächsten Projekt, nicht bei der nächsten Kunden zu sein, sondern bei dir zu sein. Da sind die meisten so, sitzen da und dann siehst du erstmal, wenn du noch ein paar Stichworte gibst, dann fängt es an, das Rädchen zu drehen und sagst, oh stimmt, da fehlt mir es tatsächlich. Aber es ist tatsächlich so, dieses Gleichgewicht reinzukriegen in den gesamten Tagesablauf, vor allem wenn man halt im Business steckt, du kennst es selber. Das alles so hinzukriegen, das ist für mich auch schon für viele Masterclass. Und da suchen ganz viele nach Hilfe. Und da finde ich auch das, was du ablieferst, natürlich auch eine große Hilfe. Wenn man sich selber auch, ich finde, durch das, was man von dir in die Bücher liest, lernt man sich auch selber kennen. Das ist bei mir. Ich habe viele Dinge, wo ich in deinen Büchern gelesen habe, auch an mir dann selbst festgestellt. Ich sage, guck mal, aus dem Grund, aha,
Das steckt also dahinter, weil du machst ja viele Dinge intuitiv. Du machst sie halt, aber warum tue ich es? Warum machst du das? Ja, weil du das und das, aber dann steckt doch was anderes dahinter. Und deswegen auch gleich mal so eine Querbrücke zu deinem neuen Buch. Zu deinem neuen Buch mit den Leithammeln. Faszinierend, da bin ich jetzt bei der Hälfte. Und da war ich ja sehr fasziniert zum Thema der Mann mit der tollen Frisur aus den USA. Weil den hat jeder so ein bisschen im Fokus. Und fand es faszinierend auch die Aufklärung von ihr, wie er es tatsächlich geschafft hat, dass er dort, wo er jetzt ist, ist. Und dass er letztendlich auch überhaupt dahin gekommen ist, wie das funktioniert und welche Mechanismen dahinter stecken. Und deswegen kann ich allen Zuschauern nur empfehlen, Freunde, wenn ihr wissen wollt, warum der nette Mann mit der Frisur diesen tollen Job hat, dann lest mal Stefan sein Buch. Ja, also Donald Trump, den du ansprichst, mir geht es nicht darum, über ihn zu schimpfen oder ihn zu loben, sondern mir geht es nur darum, warum ist er nach wie vor der populärste Politiker in Amerika? Er hat die meisten Zustimmungsraten, noch egal, ob man ihn mag oder nicht. Das ist doch ein Faszinosum. Ja? Er gibt also ganz vielen Menschen etwas, wo sie sogar die Inhalte vergessen. Weil inhaltlich sagt er sogar für seine Wähler oft etwas Nachteiliges. Ich sage nur die Gesundheitsreform. Ja? Die ist genau für seine Wähler nachteilig und trotzdem folgen sie ihm nach. Und ich glaube, ein Narr, wer sich da nicht einmal damit beschäftigt, warum der das geschafft hat. Aber genauso eine Angela Merkel, wo jeder jetzt oder viele Menschen über sie schimpfen, ja, vor allem in Deutschland, weltweit hat sie nach wie vor ein hohes Ansehen, aber man muss sich mal fragen, warum hat die 10, 12 Jahre solche Zustimmungsraten gehabt in Deutschland, ja? Oder ein Emmanuel Macron, interessanterweise ein junger Mann, der war 38 Jahre, ist Präsident von Frankreich geworden, wo jeder geglaubt hat, es wird die Le Pen werden und er eine Partei gegründet hat, ein halbes Jahr später hat er Frankreich für sich gewonnen, mit einer unglaublichen Lebendigkeit in seiner Körpersprache. Und ich gebe dann einfach, in dem Buch beschreibe ich ganz genau, was es denn ist, was die Menschen so stark bindet. Es sind nicht die Worte. Der Emmanuel Macron hat nämlich selber über sich gesagt, die Leute werden vergessen, was ich gesagt habe, aber sie werden merken, dass ich hungrig bin. Und das war es denn mit seiner Körpersprache. Und ich glaube, da kann man unglaublich viel lernen. Und ich gebe da einmal so Hinweise, wenn du in solchen Situationen bist, wo du Menschen überzeugen musst, wo du sie begeistern musst, wo du klar Schiff machen musst, zum Beispiel, sei es in der Familie oder in der Firma, da gebe ich einfach Tipps, welche Signale du da unbedingt aussenden musst, dass deine Botschaft erfolgreich ankommt. Deswegen habe ich das Buch auch genannt, Leithammel sind auch nur Menschen, die Körpersprache der Mächtigen, weil die sind nichts anderes wie wir. Sondern die verwenden nur Signale, die sie in eine Position gebracht haben, die weltweit ja fast einzigartig ist. Also spannendes Thema, Stefan. Wir könnten noch wahrscheinlich stundenlang weiter quatschen. Und es macht auch einen Riesenspaß, dir zuzuhören, weil du natürlich sehr lebendig sprichst. Und dadurch kommt es natürlich auch im Gehirn an. Man hat gar keine Chance, an was anderes zu denken. Nur jetzt sind wir dann nicht schon ziemlich lang dran. Weil mein Handy hat gerade schon geblinkt und hat gesagt, Kollege, du hast nur noch 10%. Deswegen, wir könnten noch stundenlang drüber quatschen. Es war sensationell. Ich habe mich darauf extrem gefreut und es wurde auch bestätigt. Du hast einfach mir jetzt auch ein paar Sachen, trotz dass ich deine Bücher erklärt habe, nochmal deutlicher gemacht, was das Thema Körpersprache ausmacht. Weiterhin wirst du einen Fan haben, der deine Sachen ganz aufmerksam verfolgt. Sehr, sehr gerne, weil es ist einfach für mich ein super spannendes Thema. Körpersprache überhaupt, weil du weißt, das ist ja von dir, die Körpersprache ist ja wie viele Millionen Jahre alt? Wie alt ist sie? Ja, es ist schwierig zu sagen, sie ist älter als der Mensch selbst. Ja? Und die Hominiden haben sich vor 3,6 Millionen Jahren aufgerichtet, aber vieles in unserer Körpersprache teilen wir ja noch mit den Tieren. Jeder, der einen Hund hat, weiß, Unterwürfigkeitssignale machen wir gleich, wie ein Hund zum Beispiel. Ja? Also sie ist Millionen Jahre alt. Und wie alt ist die tatsächliche Sprache mit der Stimme? Oh, die ist viel, viel jünger. Die ist, ich weiß nicht, ein paar hunderttausend Jahre alt. Also das ist. Wenn man sich das überlegt, dann erkennt man halt auch die Wertigkeit der Körpersprache und weiß auch, wie wichtig die ist. Und wenn man dann so gute Tipps kriegt wie in deinen Büchern, dann muss ich sagen, dann tut man sich halt auch tatsächlich mit sich selber leichter, weil jeder hat jeden Tag Kontakt mit Menschen. Es geht jeden Tag ein Stückchen ums Überleben, logischerweise. Wenn wir arbeiten, geht es auch ums Überleben. Wir müssen Kohle verdienen. Wir brauchen diesen Standard, was wir haben wollen.
Und wenn wir da die richtige Körpersprache haben, dann hat das natürlich auch Vorteile. Und deswegen, liebe Zuschauer, wenn ihr auch im Business etwas erfolgreicher werden wollt, lest ruhig mal die Bücher von Stefan. Ich finde sie super interessant. Danke. Lieber, wir sehen uns ja am 19. Da bist du in Karlsruhe, also alle Karlsruhe. Er ist im Tollhaus. Bis abends, glaube 19.30 Uhr im Tollhaus. Stefan hat tatsächlich den Mut und will vorher noch zu mir kommen und dich noch ein paar Übungen zeigen lassen. Ich habe mich auch bereit erklärt, ihn nachher dann auf die Bühne zu tragen und hinzustellen. Also wenn ich nicht mehr reden kann, wenn ich mich nicht mehr bewegen kann, dann war es der Andreas. Ja, prügelst den Andreas dann, nicht mich. Also wir werden so machen, wenn du kommst, wir werden ein paar sanfte Übungen machen, sodass du halt noch leistungsfähig bist. Wobei, ja, ja. Aber kommt ja immer erst am zweiten Tag. Also, ich weiß, ja. Montags hast du nichts vor, dann geht's wieder. Also, sehr cool. Ich freue mich. Vielen Dank für das tolle Interview. War spannend für mich und ich freue mich auf 19. Und dann schaue ich mal nochmal, wobei ich kenne einen Teil deines Bühnenprogramms, kenne ich ja schon, aber du änderst ja laufend. Und da bin ich auch wieder sehr gespannt und bin natürlich direkt vor Ort und guck mal das an, was du machst. Danke. Jetzt bist du, jawohl, wunderbar. Jetzt geht's wieder. Bist etwas näher gekommen. Jetzt muss ich nur noch finden, wo ich das Knöpfchen finde. Warte mal. Ich muss erst die Aufzeichnung finden. Die Aufzeichnung läuft. Moment. Ja, möchte ich die Aufzeichnung abbrechen?